Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die Nachtausgabe von Freitag auf Samstag, das war ja ganz durcheinander, durch den Feiertag. Ja, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Stefan und Stefan ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, und was geht's bei dir? Ich habe ein riesengroßes Problem mit meiner Ehefrau. Und zwar hat sie ein Alkoholproblem. Sie trinkt teilweise so viel, dass sie nicht mehr laufen kann, dass sie umfällt, dass sie sich umbringen will danach. Wie viel trinkt sie denn am Tag? Noch Valium-Tropfen. Sie nehmen Valium auch noch dazu? Ja, die hat sie damals verschrieben vor einigen Jahren wegen Stress. Und da kommt sie nicht mehr weg, raucht nur drei Päckchen Zigaretten am Tag. Wie viel trinkt sie am Tag? Sie trinkt am Tag gar nichts, wenn dann nur abends. Also ganz, ganz selten mal am Tag, wenn dann nur abends. Und wie viel? Und trinkt auch nicht allzu viel. Sie hat halt dann den ganzen Tag nichts gegessen, trinkt eine Flasche Wein, manchmal auch mehr. Eine Flasche, die Leistung ist sehr schlecht, deswegen muss ich immer wieder mal fragen. Ja. Eine Flasche Wein am Abend? Ja, mindestens. Ja. Oder auch mehr, ne? Ja. Das können auch mal eineinhalb oder zwei Flaschen Wein sein. Ja, und das jeden Abend? Nee, jeden zweiten, dritten Tag. Jeden zweiten, dritten? Also zu vier, fünf Mal in der Woche. Ja. Und das ist kombiniert auch noch mit Valium, diesem starken Medikament, Beruhigungsmittel? Mhm. Ja. Genau. Nimmt sie das auch täglich ein? Ich weiß nicht, wie oft, dass sie das nimmt. Sie sagt, dass es besser war. Aber wie oft, dass sie das nimmt, weiß ich nicht. Ja. Das ist ja nun ein hochwirksames Medikament, was verschreibungspflichtig ist. Genau. Gibt es denn einen Arzt, der ihr das verschreibt? Ja, es wird ihr verschrieben von einem Arzt. Und wie lange läuft das schon mit dem Valium? Ach, bestimmt seit 3 Jahren. 3 Jahre? Ja. Und das verschreibt ein Arzt so lange? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was ist das für ein Arzt? Hm. Wie lange geht das mit dem Alkohol? Das mit dem Alkohol eigentlich seitdem ich mit ihr zusammen bin. Bloß am Anfang habe ich... das. Wie lange bist du denn mit ihr zusammen? Eineinhalb Jahre. Wie? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Mhm. Genau, und am Anfang war es halt so, dass sie von ihrem Ex-Freund damals geschlagen worden ist und ich einfach gedacht habe, dass das daraus kommt, dass sie eben so Pech gehabt hat mit den Ex-Freunden. Mhm. Und dass das dann besser wird mit der Zeit, aber wenn wir einen kleinen Streit haben am Nachmittag, dann fängt sie abends das Trinken an. Ja. Thematisierst du diese ganze Sache mit ihr? Sprichst du mit ihr darüber? Ich versuche es, ja. Sie sagt, sie hat kein Problem damit, weil sie tagsüber nichts trinkt, weil sie nicht zittert. Mhm. Und sie das einfach genießt. Mhm. Mhm. Und sie wird halt dann, wenn sie getrunken hat, wird sie halt total aggressiv. Dann werde ich beleidigt, es werden sämtliche Bekannte von mir angerufen, ich werde schlecht gemacht, die Polizei an und lauter solche Sachen. Ne? Ach so, solche Ausfälle. Und das weiß man am nächsten Tag teilweise auch gar nicht mehr, was sie gemacht hat. Ne? Ja, also sie weiß am nächsten Tag nicht, was sie gemacht hat. Mhm. Mhm. Das heißt ja, dass da schon eine gravierende Wirkung passiert. Und ich vermute, dass das eine Kombinationswirkung ist, wenn sie dieses Medikament Valium täglich nimmt und den Alkohol dazu, dass es dann solche Auswirkungen hat. Stelle ich mir für dich sehr schlimm und sehr belastend vor. Genau. Ist auch schlimm. Also ich habe überhaupt keinen Lebensmut mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Mhm. Ich kann nicht trennen von ihr oder was. Ne? Du möchtest dich nicht von ihr trennen. Nee, tagsüber ist sie ganz normal. Also sie ist intelligent, sie macht alles, sie ist bildhübsch. Also man sieht sie ja überhaupt nicht an, ne? Ja, ich hatte das gerade nicht verstanden. Du möchtest dich nicht von ihr trennen? Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Tagsüber, wenn sie relativ normal ist und du dann davon anfängst zu sprechen, wie reagiert sie da? Ja, sie sagt, sie versucht es zu ändern. Sie weiß selber, dass sie ihre Gesundheit damit kaputt macht und dass sie da was ändert. Ja. Ich soll halt zu ihr lieber sein. Wenn sie die ganze Nacht ausgerastet ist, dann kann ich am nächsten Tag, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, einfach mich hinsetzen und lachen oder was. Ne? Mhm. Dann bin halt ich dann auch sauer und möchte einfach mal Ruhe haben und möchte schlafen. Und sie sagt, du sollst am Abend zu ihr lieber sein. Allgemein soll ich lieber sein. Ich verstehe es nicht. Die Leitung klackt immer so weg. Allgemein soll ich lieber sein. Ach, allgemein sollst du lieber sein.
Da sind immer so Sekundenknacker in der Leitung, ja. Und dann versteht man. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Ist das so zerhackt, was du sagst, leider. Wenn sie am Tag ansprechbar ist, ich meine, das ist ja schon mal was. Ja. Meinst du, dass du sie vielleicht doch noch mehr überzeugen könntest, dass sie da in einen Abgrund hineinrutscht? Ja, ich denke mal, dass sie das selber weiß, aber ihr ist es eigentlich wurscht. Mhm. Also sie sagt da teilweise, sie will nicht mehr leben. Sie hat Tabletten genommen damals, war in der Intensivstation, da war sie klinisch tot. Ja. Da haben sie es beatmet, das war vor meiner Zeit mit dem Ex-Freund. Ja. Und da war sie dann in der Therapie, da waren lauter Alkoholiker, da war sie eingesperrt. Und sie hat dann eben mit dem Chefarzt gesprochen. Hatte sie sich denn das Leben versucht? Sie hatte Tabletten genommen, ja, glaube ich, 50 oder 100 Stück. Mhm. Und hat dann gemerkt irgendwie, dass sie doch einen Fehler gemacht hat, hat ihre Patentante angerufen. Und die haben sofort den Rettungssanitäter angerufen und die haben sie dann geholt. Mhm. Und da war sie schon tot, also hat Stillstand und alles. Und Wenn sie zu dir sagt, sie wünscht sich, dass du allgemein lieber zu ihr bist, kannst du damit etwas anfangen mit dem Wunsch? Ich versuche immer, bloß ich weiß, in zwei Tagen wird das Gleiche ist, dass er wieder das Trinken anfängt. Ja. Ich habe es einmal versucht, dass ich mal nichts gesagt habe, einfach nichts gesagt habe, welchen Alkohol, da hat sie dann jeden nachzogen. Ja. Weil da hat sie gewusst, ja, ich darf, er sagt nichts. Das ist mal, weißt du, Stefan, das ist immer dasselbe hochschwierige und hochemotionale Problem für alle Menschen, die mit einem Alkoholiker, der dann eventuell auch noch, so hört sich das an, medikamentenabhängig ist, zusammen ist. Du sagst kategorisch, ich will sie nicht verlassen. Ja. Ich habe fast den Eindruck, dass sie vielleicht nur wach zu rütteln wäre, wenn sie wittern würde, du meinst das ernst. Ja, da ist das Problem, dass sie dann halt sich vielleicht an anderen tut, weil sie schaut eben so hübsch aus, dass sie eigentlich jeden haben kann. Ne? Mhm. Naja gut, die Frage ist ja, dass sie dann irgendwann anderen geht oder was, ne? Naja gut, aber die Frage ist ja jetzt, siehst du zu, wie diese Frau sich zugrunde richtet? Mhm. Und das hört sich ja fast so an, als wäre sie auf dem besten Wege dazu. Ja. Oder könntest du sie wirklich vielleicht auch noch in guten Stunden bewegen, zu einem guten Psychiater zu gehen? Ich glaube, also das ist ein psychiatrischer. Was würdest du machen, wenn ich auch gehe? Ich habe ja gesagt, ich gehe. Ich brauche eigentlich keinen, aber gut, Moment, ich muss übersetzen, sonst kommen wir nicht mit. Sie hat gesagt, sie würde zu einem Psychiater gehen, wenn du auch gehst. Sie hat ja einen Psychiater, aber das ist keine richtige Psychiaterin, weil der ist ja alle 4 bis 6 Wochen einmal dort. Ja, nee, sie braucht jetzt eine ordentliche Behandlung. Sie hat gesagt, dass sie würde gehen, wenn du auch gehst. Ja. Würdest du denn gehen? Ja, klar. Ja, warum geht er da nicht? Machen wir ja, aber es dauert halt eben so lang, bis man dann mal einen Termin kriegt, ne? Achso, es ist schon etwas eingefädelt jetzt. Ja, ja. Na, wir haben jetzt noch nicht angerufen, aber wir reden schon drüber, dass wir eben beide zum Psychiater gehen. Ja, aber dann soll ich ja nicht mehr länger drüber reden, sondern so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Warum möchte sie unbedingt, dass du, will sie das ihr zusammen? Ich selber, wenn sie betrunken ist, dann geht sie auf mich los, beleidigt mich mit Ausdrücken und dann wäre ich selber aggressiv, also nicht ihr gegenüber, sondern ich schmeiße halt ein Glas oder drehe der Tür ein oder sonst irgendwas. Verstehe. Also, ich fände sehr gut, wenn ihr einen fachlich kompetenten Menschen finden würdet, der vielleicht Psychiater und Psychotherapeutin einer Person ist. Mhm. Das hat man mittlerweile immer öfter, was ich eine sehr gute Kombination finde, auch gerade in diesem Fall, wo die Medikamentenabhängigkeit mit reinspielt. Mhm. Finde ich ganz dringend, dass ihr das macht und so schnell wie möglich. Weil ihr dann wirklich die richtige fachkundliche Betreuung habt, wie ihr mit dem Problem umgehen sollt. Es geht so nicht weiter. Ja, ist klar. Habe ich auch gemerkt mittlerweile. Also ich habe halt immer gemeint, es wird besser, es ändert sich was, aber da ändert sich eigentlich gar nichts. Ja. Ich bin gerade so hellhörig geworden. Ich will es dir noch kurz sagen, mit dem Valium, weil ich neulich in einer Zeitschrift darüber gelesen habe, was für ein hochtoxisches, hochgiftiges Medikament das ist. Ja, und also sie sagt, das ist überhaupt nicht schädlich. Es ist Organe. Es ist unglaublich gefährlich. Und man gerät in kürzester Zeit in eine Abhängigkeit. Ja. Und allein da diesen Entzug fachkundlich zu steuern, ist ein guter Psychiater sicher. Genau, und sie verharmlost das alles natürlich. Also ich kann sie ja morgen hören lassen im Internet, das Gespräch. Mhm. Vielleicht, dass sie dann irgendwie mal hellhörig wird und irgendwas macht, ne? Weil sie das einfach alles verharmlost meint. Sie hat kein Problem damit. Ne? Wie alt ist deine Freundin eigentlich? 32. 32? Mhm. Mhm. Wenn sie so weitermacht, geht sie vor die Hunde. Ja. Das ist so. So, aber ihr habt das beide ja schon mal jetzt besprochen und ich rate euch, das so schnell wie möglich in die Realität umzusetzen. Mhm. Und alles Gute wünsche ich. Alles klar, super. Stefan, mach's Dankeschön. Gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0800 220 5050, meine Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt bitte die Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit einem Mann, der einen Namen hat, der so ähnlich klingt wie meiner, nämlich mit Damian. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Damian, 26 Jahre alt bist du. Ja, genau. Mhm. Und du machst bitte mal den Fernseher ganz leise oder jetzt, das jetzt Radio. Jetzt habe ich leise gemacht. Ja, das ist schön. Um was geht's bei dir, Damian? Also bei mir geht's um Folgendes. Also ich werde einfach im Stich gelassen und werde von den Menschen, wie kann ich das sagen, total verachtet fühle ich mich. Warum? Warum? Also ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin nach Deutschland gekommen, zusammen mit meinen Eltern. Mhm. Komme ursprünglich aus Polen. Mhm. Und da wurde mir sehr viel geholfen von denen. Nachdem wir hier hingekommen sind, passiert da gar nichts. Das heißt... Wann seid ihr hier gekommen? Lassen Sie mich jetzt nicht lügen. 89. 89, also sehr genau. Lange her schon. Ja. Ja. Und da ist noch alles schön gelaufen. Ich bin zur Schule gegangen, alles drum und dran. Und man hat da keine Anerkennung mehr bekommen, egal was man gemacht hat. Ob man gute Noten geschrieben hat oder schlechte. Also man wurde gar nicht beachtet. Man wollte nur noch zeigen, zum Beispiel, wenn Sie das kennen, ein Nachbar hat sich einen Mercedes gekauft, da kaufe ich mir einen BMW. Mhm. Und man hat mich einfach im Stich gelassen. Wer ist denn, also du, nachdem ihr hierher gekommen seid, hast du dich im Stich gelassen gefühlt? Genau, und es ist immer noch so. Von deinen Eltern und, oder auch von anderen Leuten? Von anderen Leuten auch. Und auch also, sogar von deinen Eltern? Ja. Du warst also, ja noch sehr jung, wenn ihr 89 gekommen seid, da warst du ja noch, bis heute 26, warst du ja noch sehr jung. Ja, da war ich noch jung. Gab es denn nie in dieser Zeit eine gute Zeit, während du nun hier bist? Wenn ich ehrlich sagen bin, ich kenne sie, das eine Scheinfamilie. Also, nach außen wird vorab mal, ich duze dich, dann kannst du mich auch duzen. Also, nach außen wird gezeigt, es ist alles schön und gut, ja. Aber drinnen ist es alles total kaputt. Also, man wurde geschlagen und also das ist einfach total traurig. Ja. Und ja, ich komme einfach nicht weiter. Also ich habe auch schon einen Selbstmord hinter mir. Was machst du denn? Du bist 26, hast du einen Beruf gelernt? Das Problem ist Beruf, das ist alles schön und gut. Ich habe Informatik gelernt. Das Problem ist, man bewirbt sich, also glauben Sie es mich, ich habe einen sehr starken Willen gehabt, muss ich dazu sagen, aber das wurde mir kaputt gemacht. Weil egal, wo ich mich beworben habe, das ist traurig, aber weil nicht alle Menschen sind so, aber die meisten, die gucken einen an, ach, der ist körperlich behindert, dann hat er auch geistig nichts drauf. Ach, du bist körperlich behindert? Ja, ja, ich bin zu 100% körperlich schwer behindert. Ach so, was hast du für eine Behinderung? Multiple Sklerose und kleinwüchsig. Ah ja. Und irgendwann gibt man sich auf und ich muss eins dazu sagen, ich bin dann von zu Hause raus, weil ich das einfach nicht mehr mit ansehen konnte. Also du fühlst dich rundherum von allen Leuten, von deinen Eltern, von der Gesellschaft, von allen Leuten, fühlst du dich schlecht behandelt und verstoßen. Ja, muss ich sagen. Also, du bist also im Moment auch arbeitslos? Ja. Ja. Hast du keinerlei Freunde? Ich habe einen sehr guten Freund bis heute gehabt. Nur der hat mich leider total auch enttäuscht. Also wie ich das sagen soll, hat mich total auch jetzt hängen lassen und von hinten rum. Er hat mir sehr viel geholfen, aber heute hat er mir gezeigt, dass es gar nicht vom Ernst gemeint war. Mhm. Das heißt, du stehst jetzt da und sagst, die ganze Welt ist gegen mich. Alleine. Genau. Und lass mich nochmal auf die Eltern zu sprechen kommen. Wie kommt denn das, dass deine Eltern dich so behandeln? Wissen Sie, ich verstehe das vollkommen auch nicht. Ich habe noch zwei Geschwister und das, was mir wehtut, also die Geschwister von mir, die sind ja ganz normal, also die sind nicht krank. Mhm. Die haben ganze Wohnung eingerichtet bekommen. Mhm. Die haben alles bekommen. Also ich meine, es geht ja nicht um darum, die kriegen richtig Unterstützung. Die kriegen alles, die haben Führerschein gekriegt, alles drum und dran. Ich muss alles um mich selbst kämpfen. Mhm. Ich habe nicht mal ein richtiges Bett zu Hause. Wenn ich ehrlich bin, ich schlafe auf dem Boden. Mhm. So sieht das aus. Das ist, auch wenn Sie mir es vielleicht nicht glauben und... Also ich biete dir zum zweiten Mal an, wenn ich duze dich ja, dann kannst du mich auch... Entschuldigung, nein, ich würde... Dann ist das alles so ein bisschen... natürlich glaube ich dir das, warum soll ich dir das nicht glauben? Das hört sich ja auch traurig und erschreckend an, was du erzählst. Ich bin auch etwas irritiert, dass deine ganze Familie dich, obwohl du schwerst behindert bist und sehr krank bist, dich so hängen lässt. Du wohnst alleine im Moment in einer Wohnung, oder? Genau, ich wohne
unten, also das ist Kellerwohnung. Ja. Ja, und glauben Sie es mir, ich fühle mich hier wie... Also ich bin total verzweifelt. Ich konnte, glauben Sie es mir, am liebsten würde ich mich schon vorgestern oder gestern vom Auto werfen wieder, ja? Ja. Also das erscheint mir jetzt so umfassend, was du mir erzählst, dass wir das auf keinen Fall hier auf dem Sender in einem paar Minuten Gespräch lösen können. Ich glaube, wir müssen jetzt eine richtige Beratung, eine ausführliche Beratung mit dir machen, wie du vielleicht ein bisschen irgendwo andocken könntest an Leben wieder, an Aktivitäten und so weiter. Und deshalb möchte ich, dass wir das in Ruhe im Hintergrund machen. Da haben wir auch mehr Zeit für dich. Das wäre natürlich sehr nett und sehr freundlich. Das würde ich wirklich vorschlagen, weil ich dir sonst nicht gerecht werden kann, bei so einer umfassenden Problematik und Traurigkeit. Da kann man nicht mal so ein paar schnelle Ratschläge geben. Ich will folgendes vorschlagen, Daniel, du legst bitte auf und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen und dann habt ihr wirklich richtig Zeit, mal in Ruhe alles und die Einzelheiten durchzusprechen, okay? Ja, ich wollte noch eine Frage an dich, Domian. Ja. Du kennst doch Oxazepan, Raziopan, ne? Bitte? Oxazepan, Raziopan. Oxazepan, Raziopan. Ist das ein Medikament oder was? Ja, genau. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nicht. Also das sind auch sehr starke Medikamente, muss ich sagen, gegen Depressionen. Normalerweise sollte man davon 1-2 nehmen, also die esse ich schon 4. Ja. Und weil ich einfach nicht weiter weiß. Ja, wirklich. Also, aber das werden wir jetzt wirklich in Ruhe im Hintergrund besprechen. Okay. Mein Lieber, Damian, du legst bitte auf und wir rufen zurück. Ja? Dankeschön. Ich alles Gute. Dir alles Gute und bleib so, wie du bist. Wünsche ich dir auch von Herzen. Schönen Abend alles Gute. Noch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Erika und Erika ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Erika. Erika, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, also meine Mutter ist vor einem Jahr in der Türkei umgebracht worden. Aha. Die hatte einen Türken kennengelernt und der hat gekellnert und meine Mutti lebt in der Türkei, die hatte eine Wohnung gehabt. Ja. Und es ist ein Kapitalverbrechen, der hat sie umgebracht wegen dem Geld. Was war da für ein Geld im Spiel? Um was ging es da? Ja, meine Mutti war so verliebt, kannst du dir ja vorstellen, meine Mutti ist 72. Ach, 72. Wie lange war sie denn schon in der Türkei? Ja, die hat früher immer Urlaub gemacht, viel da und ist zwischendurch wieder nach Hause gekommen. Und jetzt hat sie ein Jahr da durchgehend gelebt, ohne zwischendurch nach Hause zu kommen. Ah ja. Und hat sich da immer sehr wohl gefühlt auch. Ja, und dann wegen dem Geld ist ihm da wohl irgendwie der Kragen geplatzt oder die haben Streit gehabt. Keiner weiß was. Ich kriege auch keine Information, weil er ist jetzt ins Gefängnis gekommen für 10 Monate. Und jetzt Anfang Mai haben sie ihn mangels Beweise entlassen. Und das also nochmal eins nach dem anderen. Die beiden waren befreundet miteinander. Die waren befreundet. Deine Mama war 72 Jahre alt. Wie alt war der Mann? 25. Wie bitte? 25? 25, ja. Aber meine Mutti war verliebt und ich habe ihn im Mai kennengelernt. Es war auch ein ganz vernünftiger Mann, habe ich erst gemeint. Aber man weiß ja nie. Deine Mama war in diesen jungen Mann verliebt? Ja, richtig verliebt. Hast du das von Anfang an mitbekommen? Bitte? Hast du das von Anfang an mitbekommen? Ja, sie hat mir das immer gemailt. Also was im April zum Geburtstag hat sie ihn ja kennengelernt. Hast du denn da ein bisschen gebremst und gesagt, Mama, du bist über 70 und der Junge ist 25? Ja, natürlich habe ich das zu ihr gesagt. Aber sie hat gesagt, er fragt gar nicht, wie alt ich bin. Das interessiert diesen Mann überhaupt gar nicht. Nee, den hat das Geld interessiert, offensichtlich. Nur Geld. Er sieht nur mich und... Hast du denn da auch ein bisschen gesagt, dass der sieht das Alter nicht, aber wer weiß, was der von dir will? Hast du sie da so ein bisschen? Ja, ich habe gesagt, was will der von dir, wenn er auch das Alter, wenn ihm das Alter nicht interessiert? Ja, vielleicht mal mit nach Deutschland. Und sie war schon im Begriff, ihn zu Weihnachten, also letztes Jahr, auch da mitzubringen. Und dann sage ich, das könnte natürlich ein Motiv sein, dass er mit ihr zusammen ist, weil er nach Deutschland will. Hatten die beide eine erotische sexuelle Beziehung? Ja, so hat die Polizei mir das wohl geschrieben, ja. Hat deine Mama dir das auch erzählt? Nein. Das hat sie nicht erzählt? Nein. Aber er hat bei ihr übernachtet. Ich bin ja im Mai da gewesen und er hat bei ihr auch in der Wohnung übernachtet. Sie hatte eine eigene Wohnung in der Türkei? Genau. Ja. Wo in der Türkei? In Alanya. In Alanya. Ja. Ja. War deine Mama denn sehr wohlhabend? Nein, die hat nur eine normale Rente bekommen, wo sie jetzt gut von leben konnte. Ja. Die Wohnung war ja bezahlt, da hat sie ja keine Kosten gehabt. Ja. Und sie konnte eigentlich ihre Rente, da konnte sie sehr gut von leben. Ja.
Wie ist dieses Verbrechen dann, soweit du informiert bist, abgelaufen? Also es war ja letztes Jahr im Juli, da habe ich hier einen Anruf aus der Türkei bekommen von ihrer besten Freundin, die ist auch immer in der Türkei, und die hat mir das dann telefonisch also beigebracht und ich bin ja vom Glauben abgefallen, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Und dann hat die Freundin mir gleich gesagt, dass er verhaftet worden ist. Weißt du den Tathergang? Ja, also es ist ein Streit gewesen. Er war der Letzte, der sie gesehen und besucht hat. Und das war am Dienstag. Und dann hat meine Mutter sich dann 2 Tage nicht gemeldet. Mhm. Telefonisch nicht. Und man konnte sie auch in der Wohnung nicht erreichen. Und dann hat sie die Polizei und Feuerwehr gerufen. Dann sind die durchs Fenster, durch die Wohnung, in die Wohnung eingestiegen. Mhm. Weil hat doch keiner mehr aufgemacht. Ja. Und dann hat man sie in der Badewanne gefunden. Dann lag sie schon 2 Tage da. Was hat der Täter denn mit ihr getan? Er hat sie erstochen. Erstochen? Ja, 16 Messerstiche. 16 Messerstiche? Durch den ganzen Körper. Hat der Täter auch Wertsachen mitgenommen aus der Wohnung? Es fehlen Wertsachen, ja. Ihr Handy ist weg und so Kleinigkeiten. Also aber keine großen Sachen? Nein, keine großen. Weil deine Mama, wie du sagst, ja gar nicht so wohlhabend war, dass sie da große Reichtümer in der Wohnung aufbewahrt hat. Der hat auch nicht großartig was mitgenommen. Nur irgendwas ist da im Wohnzimmer mit dem Teppich passiert. Da hat derjenige ein Stück ausgeschnitten und in einem Quadratmeter. Und der Teppich ist spurlos verschwunden. Keiner weiß, wo der geblieben ist. Die haben so ein Stück rausgeschnitten. Man vermutet, dass da irgendwo Blut drauf war. Vielleicht, ja. Und wir gehen die Ermittlungen weiter. Und Du bist dann dorthin gefahren, Nein, dorthin geflogen? Ich bin da noch nicht wieder hingefahren. Seitdem nicht? Nein, vom letzten Jahr bin ich nicht wieder in die Türkei. Nein, aber ich meine, du bist dann, nachdem du das erfahren hast, bist du hingefahren? Auch nicht. Auch nicht? Nein, ich bin noch nicht wieder in die Türkei gefahren. Weil die Wohnung gehört meinem Bruder, das ist nicht meine Wohnung. Auf meinem Bruders Namen läuft diese Wohnung. Und der muss sich drum kümmern. Meine Mutter ist dann hierher gekommen. Ja. Die ist also hier bei uns im Ort ist die beerdigt worden, die ist nicht in der Türkei geblieben. Ja. Wer hat denn die Überführung und das alles organisiert? Mein Bruder hat das alles gemacht. Ach so. Ja. So, dieser Mann, ihr Geliebter, ja, ist anfänglich verdächtigt worden. Ja. Weil es ist nach ihrem Tod auch noch Geld abgeholt worden vom Bankkonto. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob man bei ihm eine Karte gefunden hat oder Bargeld, also irgendwie haben die ihn ja 10 Monate weggesperrt. Darum ist für mich das unerklärlich, warum sie den freigelassen haben. Hm. Irgendwas muss bei ihm ja verdächtigt gewesen sein. Und er hat kein Alibi für den Abend. Wer kümmert sich denn um das Gerichtsverfahren von eurer Seite aus? Ja, jetzt hier in Deutschland überhaupt gar keiner. Und warum kümmerst du dich nicht darum? Weil das alles mit Kosten verbunden ist. Man kann das nur über einen türkischen Anwalt machen. Ja. Und mein Bruder hat damals die Nebenklage nicht gewollt, weil die kostet ja ein paar tausend Euro. Mhm. Und dann hat auch keiner was für uns dort getan. Es sind 4 Gerichtsverhandlungen gewesen, ohne dass wir irgendwie teilgenommen haben, dass wir eine Vorladung bekommen haben. Und der Anwalt von meinem Bruder hat auch nichts gemacht. Mhm. Der sollte nur wegen... Höre ich da so ein bisschen raus, wie du es immer so sagst, dass da schon auch eine Spannung ist zwischen dir und deinem Bruder? Ja, wir sind uns da immer nicht so ganz einig und einer Meinung. Der eine will... Mein Bruder möchte eigentlich nur die Wohnung loswerden, die soll verkauft werden und das ist ihm schon zu viel, deshalb hinzufahren oder hinzufliegen. Ja. Und ich möchte eigentlich, dass man irgendwo eine Lösung findet. Ich verstehe das nicht, warum dieser Mensch wieder freigelassen wurde. Das ist natürlich auch sehr schwer zu verstehen, wenn man überhaupt nicht in dieses Verfahren mit einbezogen ist. Eben. Bist du eine Frau, die nicht so viel Kohle hat? Ja, das stimmt. Ich bin im Moment auch arbeitslos. Ja. Aber... Was kann ich da bewirken, wenn ich da hinfahre? Naja, wie das alles rechtlich läuft, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, sicher wäre es ratsam gewesen, sich vor Ort einen Rechtsanwalt sich erstmal beraten zu lassen bei entsprechenden Stellen hier in Deutschland, was man in so einem Fall tut. Ja. So, ne, da gibt es ja Ansprech im Auswärtigen Amt oder weiß ich, wo irgendwo gibt es Leute, die einem genau sagen, was macht man da. Und dann vermute ich mal, dass das darauf hinausläuft, dass man vor Ort einen Rechtsanwalt nimmt. Ja, nur der das ganz sehr teuer. Das ist dann teuer, natürlich. Ja. Klar, wird das mit Kosten verbunden sein. Aber so tappst du natürlich komplett im Dunkeln. Ja, total.
die nehmen das so wahr, da kümmert sich niemand aus Deutschland um Nein, diese Geschichte. Kein Anwalt macht da was für dich in der Türkei, weil das in der Türkei passiert ist. Ich habe hier bei mir hier im Ort eine sehr gute Rechtsanwältin, die ist super, aber sie sagt, sie kann für mich in der Türkei gar nichts tun. Nein, das müsste vor Wir Ort hätten das mit geschehen. Der Nebenklage in der Türkei im Gericht immer abwickeln müssen und vor Ort sein müssen. Aber das sind immense Kosten. Also es stehen jetzt im Prinzip die Kosten davor. Ja. Also Klartext ist, ist auch schon wieder ein Jahr vergangen. Ja. Das ist ja schon schlimm genug. Eigentlich hätte das sofort passieren müssen. Ja, er war ja 10 Monate eingesperrt. Ich wundere mich aber trotzdem, Erika, dass ihr nicht irgendwie, ich weiß nicht, da ist eine Wohnung. Das heißt, die Wohnung kann verkauft werden und da ist auch Geld dann da. Dass ihr, wie viele Kinder seid ihr? Wir sind nur zu zweit. So, dass ihr beiden euch nicht zusammenrauft, es ist immerhin der Tod eurer Mama. Richtig. So, richtig. Dass ihr euch nicht zusammenrauft und gesagt habt, wir setzen jetzt alles in Bewegung und pumpen da von mir aus auch das ganze Geld rein, was die Wohnung wert war, um das zumindest da Gerechtigkeit passiert und dass der Täter gefunden wird. Das ist ja das Problem zwischen mir und meinem Bruder, der sagt sich, unsere Mutter ist tot. Und alles, was wir jetzt machen, sie kommt dadurch nicht wieder. Ja gut, das ist aber ein seltsamer Standpunkt. Aber ich kann da nicht mitleben, dass dieser Mensch sich da frei in der Türkei bewegen kann. Und ich sitze hier zu Hause und habe dieses Problem, dass der auf freiem Fuß ist, wo ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen würde, gibt es von deiner Seite aus das Motiv. Okay, gibt es von deiner Seite aus überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen? Ich kann in die Türkei fahren, aber wie weit weiß ich, geht ein Anwalt jetzt? Weil meine Anwältin das kann ich dir nicht sagen. Das ist eine Rechtsfrage, die kann ich dir jetzt nicht klären. Aber ich kann dir sagen, wo man das hier ganz schnell rauskriegen kann in Deutschland, wie und was du da tun könntest vor Ort. Aber du musst es dann auch tun und ich finde, es ist alles viel zu spät schon. Und müsste man dahin? Ja, müsste man. Müsste. Das vermute ich mal. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt im Mai erst entlassen worden. Ja, wir reden jetzt hier sehr, wir stochern da im Nebel, Erika. Das sind klare Rechtsfragen, die man ganz klar beantworten kann. Ja. Ich finde es ein großes Versäumnis, dass ihr das nicht vorher gemacht habt. Dieses Versäumnis ist wahrscheinlich gar nicht mehr einholbar. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, dass ihr jetzt zumindest einen fachkundigen Menschen einschaltet, der euch das erklärt, was da vorgegangen ist. Ja. Zumindest das könntet ihr eventuell noch machen. Aber wer gibt mir da jetzt Rat? Da werden wir dir erstmal jetzt einige Adressen weitergeben, an die du dich wenden kannst. Ja. Das hätte aber alles schon längst passieren müssen. Ja, mein Bruder ist sich da mit mir immer nicht so in einer Meinung. Ja, ne? Gut, aber. Ich stehe da so allein und meine Mutter hat deine Sendung immer in der Türkei gesehen. Ist das wahr? Weil das ja immer eine Stunde später ist. Und dann hat sie mir immer erzählt, ich habe Domian wieder gesehen. Und dann fielst du mir ein und habe ich gedacht, also mit diesem Problem wollte ich dich echt mal anrufen, weil sie so ein großer Fan auch jetzt von deiner Sendung immer war. Ja, also wir werden, was wir jetzt können, dir eine Adresse vermitteln, wo du dich dann weiter informieren kannst. Ja, das wäre ganz nett. Und dann hoffe ich, dass du über diesen Weg an Informationen kommst, die dich vielleicht dann auch ein bisschen beruhigen. Ja. Ne? Man will ja auch immer wissen, was los ist und wie die Sachlage ist und so weiter. So. Ich weiß ja noch nicht mal den Tathergang. Ich habe ja mit der Polizei, ich habe mit niemandem gesprochen, wie das überhaupt abgelaufen ist, der Abend. Und was hat er wirklich auch in den Gerichtsverhandlungen ausgesagt? Ich empfange ja hier nichts. Ja. Ich höre ja nichts. Erika, jetzt machen wir es so, du legst auf und wir rufen dich zurück und wir hoffen, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können und dass ein bisschen mehr Licht in diese Angelegenheit kommt. Ich bedanke mich erstmal, Domian. Du alles hast mir erstmal geholfen. Alles und Gute. Ich bin ein Stückchen weitergekommen. Na, ich hoffe, dass wir ein bisschen helfen können. Okay. Alles Liebe, alles Gute, Erika. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. So, tschüss. Auf Wiederhören. Matthias ist hier. Matthias ist 22 Jahre alt. Matthias, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich rufe dich an wegen, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. Von wem? Das war ein Psychologe. Von einem Psychologen? Ja, von einem Psychologen, richtig. Ich war damals bei einem Kinder- und Jugendpsychologen. Wie alt warst du da? Ich war 12. 12 oder 13, ja, da war ich noch nicht so alt. Warum musstest du, solltest du zu diesem Psychologen? Also, ich bin zu diesem Psychologen gekommen, weil ich ja Auffälligkeiten aufwies. Also, ich hatte Probleme mit Mitschülern, wurde oft gehänselt und ja, und da bin ich dann halt zu diesem Psychologen halt von einem Lehrer empfohlen worden. Auf Anraten der Schule? Richtig. Ich komme gebürtig aus einer kleinen Stadt. Ja. Ja, und da gab es halt nicht so viel Auswahl und dann bin ich halt zu diesem Psychologen halt gekommen. Ja, und was ist dann da passiert? Ja, und
wie soll ich sagen, dann hatten wir, also dann hatte ich erstmal ein Dreivierteljahr hatten wir erstmal so, gab es ein Trampolin, dann haben wir da unsere Übungen gemacht, so ein bisschen gespielt und so mit anderen in meinem Alter dann halt. Achso, unter Anleitung des Psychologen? Ja, das waren also andere Psychologen. Also da war also der Arzt halt, der war also später halt. Der hatte mich dann halt untersucht und vorher waren wir halt mit anderen Psychologen zusammen. Lass uns mal auf den kommen, mit dem es dann passiert ist. Genau, das war dann am, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das war jetzt im Juni. Das war Juni, weiß nicht, 96 oder so. Mhm. Da hatte er eine Untersuchung veranlasst und ja. Also das war der Psychologe, zu dem du dann gekommen warst. Genau, genau. Mhm. Der war damals, ich weiß nicht. Das war nicht der Trampolinspringer. Nein. Die waren da mit uns zusammen. Das die war haben eine Vorgeschichte. Genau. Und dann warst du bei einem Psychologen, so wie man das kennte, warst du alleine mit dem. Richtig, genau. Nicht in einer Gruppe. Nein, genau. Da war ich ganz alleine und bin ich ganz normal hingefahren mit meiner Mutter damals. Mhm. Und da hat der halt eine ganz normale Untersuchung halt. Und ich war halt schon immer etwas übergewichtig damals. Mhm. Und da hatte er gesagt, so eine Art, ja, dass er mir beim Abnehmen so ein bisschen mich unterstützen wollte. Mhm. Und da sollte ich mich dann halt ausziehen und die ganzen Geschichten, wie es dann so war. Moment. Beim Psychologen zieht man sich nie aus. Ja, das war aber ein richtiger Arzt. Der war auch Arzt. Der war Psychologe und Arzt. Richtig. Gibt es die Kombination auch, ja klar. Mhm. Anscheinend gibt es die, ja. Ja, natürlich gibt es die, ja. Ne? Mhm. Und der war halt, und der hatte mich dann halt untersucht, der hatte dann Reflexe getestet mit dem Hammer. Und ja, ja, das Übliche, ja, ja. Mhm. Sowas halt. Und hatte er halt eben auch Sachen gemacht, die halt nicht so toll waren. Zum Beispiel? Waren halt, ja, das waren halt dieser Missbrauch halt. Was hat er denn gemacht? Ja, der hat dann so... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das so direkt sagen soll. Das waren halt, ja... Ja, was hat er gemacht? Er hat das halt toll gefunden, mich da so zu berühren. Mhm. Also er hat dich an deinen Genitalien angefasst? Genau, genau. Mhm. Musstest du ihn auch anfassen? Nein. Er ist dann immer zwischendurch rausgegangen in einen anderen Raum und hatte dann immer irgendwie Wasser laufen lassen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, genau. Und dann kam er immer wieder... Und das hat er immer, fand er halt ganz toll. Und deine Mutter saß währenddessen im Wartezimmer? Die war im Wartezimmer, ganz genau. Und die konnte das ja auch nicht ahnen. Mhm. Und ich bin dann rausgekommen. Ja, und dann hatte ich mich mit meinen Eltern, also mein Vater hatte dann so ein bisschen erzählt. Und dann hatte ich so erzählt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wie war die Untersuchung? Ich sagte, naja, wie halt eine Untersuchung war. Ich habe also nicht viel darüber erzählt. Mhm. Aber deine Eltern müssen auch gemerkt haben, dass du irgendwie irritiert warst? Ja, oder? Irgendwie. Ich war sehr still an diesem Abend. Mhm. Ist dieses denn noch mehrfach passiert? Nein, oder nur das eine Mal. Und ich denke halt relativ häufig dran. Mhm. Also denn als ich jetzt 19, 20 geworden bin, denkt man halt häufig an diese Sache. Bin ich halt auch umgezogen in eine größere Stadt jetzt. Warum? Was hat das mit 19 und 20 zu tun? Ja, dass man halt älter wird, dass man halt reifer wird. Ach so, meinst du. Ja, klar. So meine ich das. Ja, ja. Mhm. War das denn dann klar, dass du nicht nochmal zu diesem Psychologen gehen musstest? Die Geschichte geht ja gleich noch weiter. Das war ja dann, also das Ende von der ganzen Geschichte war, der hat dann halt diese Handlung halt vollzogen. Mhm. Und ich habe dann, also ein Jahr später stand dann in der Zeitung, dass der sich halt umgebracht hat. Der hat sich halt das Leben lang genommen. Aber bist du denn danach auch nochmal zu ihm gegangen? Nein, das war die letzte Untersuchung. Das war im Prinzip so die letzten Begegnungen. Also insgesamt mit dem gesamten Umfeld da in dieser Psychologie. Wie oft warst du denn bei dem? Ach, ein ganzes Jahr war ich da. Ach so, und dieses ist dann quasi. Das war so gegen Ende. Das war so am Ende des ganzen. Ach so. Ja, ach so. Genau. Das heißt, du kanntest diesen Mann schon? Da war auch schon Vertrauen? Nee, den kannte ich noch gar nicht. Den habe ich an dem Tag das erste Mal gesehen. Aber wenn du doch schon ein Jahr bei ihm warst? Nee, ihn ja nicht. Ich hatte diese anderen Leute, die waren die Mitarbeiter da. Ah, ich verstehe. Da hatte ich ihn noch nie gesehen. Ah, ich verstehe. Das waren wahrscheinlich so eine psychologische Beratungs. Ja, genau. Da waren eine Frau und jüngere Männer. Ich verstehe. Genau. Er war Teil eines Teams dieser. Genau, dieser, so ungefähr, genau. Ah, ja. Das waren seine jüngeren Mitarbeiter und er war halt der Arzt, der Oberarzt. Dann hat dieser Mann sich das Leben genommen. Richtig, genau. Der hat dann, also stand in einer Zeitung drin, dass der sich halt, wie gesagt, das Leben genommen hat, hat, weiß nicht, Tabletten genommen, Wasser gemacht, hat sich erhängt, weil er halt mit dem Gesetz halt auch Probleme gekriegt hat. Wegen sexueller Übergriffe? Genau, wegen diesen Übergriffen. Da haben sich dann halt einige Eltern beschwert oder beziehungsweise Anzeige dann auch erstattet. Ja, du warst nicht der Einzige, da waren dann auch andere? Nein, es waren auch mehrere, Jungs und Mädchen in meinem Alter, ja. Und das geht dir heute immer wieder nach? Ich denke öfter mal dran, ja. Mhm. Also
Es gibt öfter mal Zeiten, wo ich drüber nachdenke, darüber, ja. Ja. Das war dann, ich habe gerade auch gemerkt, als ich dich gefragt habe, was er gemacht hat. Ja, da. Das ist ja schon sehr unangenehm, genau. Schlimm, das. Hast du mit Leuten mal drüber gesprochen? Ja, meine Mutter, aber da rede ich dann auch immer nicht so gerne drüber. Sie wissen das. Sie wissen das, aber da redet man dann auch nicht so gerne drüber. Da wird das dann immer so ein bisschen abgetan. Da wird dann immer so gesagt, naja, so schlimm war es ja auch nicht. Und ja. Ich fand es dann doch, aber wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, war es. Ja, so kann man nicht urteilen. Klar, da sagen manche Leute, gut, es gibt ganz schweren sexuellen Missbrauch über Monate oder Jahre. Richtig. Aber auch so etwas, was dir passiert ist, ist für ein Kind ja schlimm. Und das kann natürlich auch eine sehr schwere und schlimme Nachwirkung haben. Das ist mir völlig klar. Und das ist jetzt sicherlich die Zeit, wo man dann halt öfter drüber nachdenkt, wenn man halt älter wird und sich das Ganze dann so halt verinnerlicht. Dann denkt man halt öfter mal drüber nach, was da so vorgegangen ist. Das realisiert man jetzt erst, wenn man älter wird. Ja. Das hatte man früher gar nicht so. Man wusste zwar ungefähr, dass es nicht richtig war, was da passiert ist, aber man konnte nicht so richtig das doch deuten. Ja. Das heißt, es gab, wenn du es auch nur deiner Mutter mal erzählt hast, es gab auch nie später mal einen Psychologen oder einen Fachmann. Nein, also zwischendurch jetzt gar nicht mehr. Mhm. Das war also damals von einem Lehrer empfohlen worden, dass ich da halt hingehe. Das ist natürlich schlimm, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat mit einem Therapeuten. Ja. Da ist man natürlich auf Abwehrhaltung ohne Gleichen nochmal zu einem Therapeuten zu gehen. Ne? Das ist ja eben die Sache. Ist klar. Wobei das natürlich in jedem Beruf passieren kann, dass es Täter aus dieser Thematik gibt. Ja. Und man darf dann natürlich auf keinen Fall irgendwelche Verallgemeinerungen treffen. Nee, natürlich nicht. Würde dir eigentlich raten, wenn das immer wieder jetzt so hochbricht, dass du da, das muss jetzt keine große Therapie sein, aber dass du vielleicht doch nochmal mal zu einer Beratungsstelle gehst oder dich... Ich habe schon überlegt, ob ich das mal mache, aber den Weg dahin zu finden, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal, dass wir dir einen gezielten Tipp geben könnten, wo du einen guten Ansprechpartner findest, wo du mal hingehen könntest, vielleicht... reicht das ja auch, wenn du da 3-4 Mal hingegangen bist und das dort besprochen hast. Ja. Ja? Aber die schlimmste Geschichte war dann, also das war dann im Nachhinein, war das dann eben noch, wo dann es dann halt in der Zeitung gestanden hat, das haben halt einige Mitschüler halt auch mitgekriegt, dass ich dann da halt auch bei dem Psychologen war und wo das dann halt an dem Morgen drin stand, dass der sich halt umgebracht hat. Ja. Ja, da haben die dann halt auch so ein bisschen, ja, ganz schön harte Sachen dann doch gemacht, haben sie mir die Zeitung vors Gesicht gehalten und halt so Bewegungen halt gemacht. Bewegungen? Naja, so onanierende Bewegungen. Ach so. Sowas, ach so, so vor dann, meinem Gesicht, dieses Gesicht. Weil direkt in der Zeitung stand, weswegen man... Genau, das Bild mit dem abgebildeten Arzt und... Und dort auch die Vermutung geäußert wurde, warum er sich das Leben genommen hat. Naja, also die wussten das, dass ich da war. Naja, aber die müssen ja auch wissen, warum er, der Verdacht muss ja schon öffentlich werden. Ja klar, das stand dann ja auch da drin, in der Zeitung. Gleich auf der ersten Seite, mir das dann halt da vors Gesicht gehalten und dann halt abwertende Bewegungen halt gemacht und ich fand das halt nicht so toll. Hat man auch so in Erinnerung, ne? Ja, das sowieso. Oh, das merkt man nicht, sowas. Wir gucken mal, ob wir dir weiterhelfen können, Matthias. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Ja, das wäre super. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Mariana. Stimmt das? Ja, das stimmt. Mariana, 22 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Mariana. Was ist dein Thema, Mariana? Also meine Schwester ist vor 4 Monaten gestorben, weil sie schwanger war halt, war sehr unerwartet. Sie hatte vorher Muskelkater, dann kam irgendwie 5 Tage gleich später der Kaiserschnitt und dann hatte sie Wasser in der Lunge. Und ab da ging es halt alles relativ schnell. Wobei ich das auch nicht wahrhaben wollte und weiß nicht, am 23.02. ist sie verstorben und dann bin ich gleich an dem Tag zu ihr gezogen. Lass mich mal eben fragen, ist das Kind auf die Welt gekommen? Ja, ist es, am 4.01. per Kaiserschnitt. Und dann am 4.01? Am 4.01, genau. Und das ist gesund, das Kind? Ja, das Kind ist gesund. Ich ziehe es gerade groß und sie hat noch einen kleinen Sohn, der wird bald 4 in einem Monat. Und den ziehst du auch groß? Ja. Also mit ihrem Freund zusammen. Mit ihrem Freund zusammen? Mhm. Und ihr versteht euch? Ja, wir haben es auch vorher sehr gut verstanden, weil es war vorher schon so, sie hat in Göttingen gewohnt, ich in Hannover. Ich bin jedes Wochenende dort gewesen, weil ich halt nicht bei meinen Eltern sein wollte. Und
Ja, dann ist es halt, ich habe meine Ausbildung gleich an dem Tag abgebrochen und bin hierher gezogen. Aber du bist jetzt nicht mit dem Freund deiner verstorbenen Schwester zusammen? Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Das auf keinen Fall. Mhm. Ist halt quasi eine Freundes-WG, ja, die jetzt die Kinder, ja, die sich um die Kinder kümmert. Ja, so ungefähr, nur dass er nicht wirklich mit mir über alles redet, das so das Ding. Ja. Wie alt ist denn deine Schwester geworden? 32. 32. Hm. Und hat ein vierjähriges Kind, wie du gerade gesagt hast? Ja, er wird bald vier. Ja, und jetzt dieses neue Kind, das ganz, ja, kleine Kind. Ja, wobei sie hat es einmal gesehen und konnte sich nicht dran erinnern und hat mir mal gesagt, ich lüge sie an, dass sie es gesehen hat. Also. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also sie hat mir mal gesagt, ich lüge sie an, dass sie es gesehen hat. Und ich musste ihr ein Foto zeigen und sie meinte, nein, das stimmt nicht. Und das war halt so die Angst vorm Sterben. Also was meinst du mit, dass sie es gesehen hat? Was gesehen hat? Also sie war da, sie ist krank gewesen schon. Sie hat halt schon Wasser in der Lunge, ist ins, ja, Krankenhaus gefahren, weil sie das Kind sehen wollte. Das war halt auf der Kinderstation. Mhm. Und sie hat halt danach niemandem geglaubt, dass sie es gesehen hat. Das war, ach, halt das Kind, dass sie das Kind gesehen hat? Genau. Ach so, ach so. Sie konnte sich halt, mhm, überhaupt nicht dran erinnern. Mhm. Wie war denn der Krankheitsverlauf von diesem Kaiserschnitt bis zu ihrem Versterben? Ja, das ist so ein Punkt. Also sie wurde ins künstliche Koma versetzt. Für mich war es immer so, ich wollte das alles gar nicht hören. Ich dachte mir, es wird schon, weil ich halt immer so bin in solchen Sachen. Mhm. Und sie ist dann eine Woche wach gewesen. Also das muss Ende Januar gewesen sein oder so. Da war sie halt wieder eine Woche wach, da war ich jeden Tag da. Und sie hat sich halt immer gefreut, hat irgendwann ein Eis gegessen, das weiß ich noch, und meinte, wird das immer so schmecken, wird das immer so sein. Mhm. Und dann hat sie abends Fieber gekriegt und meinte zu mir, Mariana, bleib hier, ich habe Angst. Und meinte halt, dass ich nicht gehen soll, dann war ich halt die ganze Nacht da. Und einen Tag später, ich hatte Prüfungsstress, weil ich war eine Woche, also zum Schluss, wo sie gestorben ist, war ich noch eine Woche vor meiner Endprüfung. Mhm. Und ich war halt im Prüfungsstress, konnte an dem Tag nicht kommen und am nächsten Tag saß ich da und die haben mir nichts gesagt. Ich meinte, ich will zu meiner Schwester, die meinten, ja, warte kurz, und dann hat es eine Stunde gedauert, zwei, und keiner hat mir irgendwas gesagt und dann hieß es, sie ist wieder im Koma. Mhm. Und ab da ist sie auch nicht mehr aufgewacht. Mhm. Also ab da war es das dann. Also die Ärzte hatten auch gedacht, sie wird wieder wach. Wie gehst du denn jetzt mit dem so frühen und so tragischen Tod deiner Schwester um? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Zeit darüber nachzudenken. Ich passe auf die Kinder auf. Verstehe, weil du bist ja voll eingespannt im Moment, aber wirklich voll. Ja. Gibt es denn Gespräche zwischen, also erstmal Kompliment finde ich, dass du es machst. Das macht ja nur auch nicht jede Schwester, dass du hast gerade gesagt, du hast deine Sache abgebrochen, um dich jetzt ganz den Kindern widmen zu können. Ja. Mhm. Das ist ja auch nicht so die Norm, würde ich mal sagen. Das finde ich ja schon mal ganz toll. Redet ihr viel gemeinsam über den Tod deiner Schwester, du und ihr ehemaliger Freund? Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Es gibt niemanden, der mit mir darüber redet. Was weil sie alle irgendwie es als Tabuthema behandeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Was ist mit euren Eltern? Also mit denen rede ich kaum noch. Mhm. Was hatten die denn für ein Verhältnis zu deiner Schwester? Wie sind die miteinander umgegangen? Also meine Schwester hat vorher bis Oktober in Göttingen gewohnt. Es war schon eine Entfernung. Ich war halt immer am Wochenende da. Meine Eltern waren einmal in einem halben Jahr da oder so. Mhm. Und also kein gutes Verhältnis? Nein. Mhm. Sie wurde als Kind misshandelt halt. Ah ja. Durch den Schwager von meinem Vater. Ah ja. Mein Vater konnte sich das nie verzeihen. Was er nicht weiß, ist, dass ich auch misshandelt wurde. Meine Schwester wusste das. Dadurch kam das halt, ich wollte meinem Vater nicht nochmal die Vorwürfe machen, dass es nochmal passiert ist. Und ich verstehe schon, da ist ein enger Zusammenhalt zwischen den, ja, beiden Schwestern gewesen, aber eine Distanz und ein Wegdrängen dieser ganzen Familie. Genau. Und das war auch die Begründung, dass du denn jetzt gleich eingesprungen bist und für deine... Ja, aber das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe das wirklich an dem Tag entschieden. Ich hatte vorher, meine Schwester hat mir, ich bin ja mittlerweile 22, sie meinte, als ich 18 war, ich soll ausziehen. Sie meinte, geh da weg, und ich habe es nicht geschafft, sie konnte es aber auch verstehen. Mhm. Und ihr Freund hat sowieso mal gesagt, er kann es nicht verstehen, dass ich da noch lebe. Also er hat mir immer eher Vorwürfe gemacht, was das anging. Mhm. Dass er halt meinte, ich jammer eher oder so. Und weiß ich nicht. Und an dem Tag, wo sie gestorben ist, war mir klar, sie hatte nur einen Wunsch an mich und den erfülle ich jetzt. Ja, das ist also ein Vermächtnis sozusagen. Ja. Also du musst jetzt für die Kinder da sein und die Kinder sind...
Das bist du deiner Schwester schuldig. Genau. Mhm. Wer finanziert euer Leben? Arbeitet der Freund deiner Schwester? Nee, momentan auch nicht. Er hatte damals seine Diplomarbeit fertig gemacht. Mhm. Was hat er gelernt? Oder was Biologe. Biologe. Mhm. Also er hat als Biologe eine Diplomarbeit fertig gehabt, im Oktober, glaube ich. Also da sind sie auch hergezogen. Mhm. Und er wollte sich gerade bewerben und einen Tag später ist meine Schwester krank geworden. Also er hat sich einen Anzug gekauft und alles. Und Aber immerhin, seinen Abschluss hat er schon. Ja, hat er. Und jetzt ist er nicht in der Lage, sich nochmal neu zu bewerben, weil er noch so angeschlagen ist? Oder? Also, ja, nee, er will schon. Er plant alles. Er hat jetzt irgendwie seinen Führerschein nachgemacht und so. Hat irgendwie die halbe Wohnung neu eingerichtet und ich weiß nicht, es kommt mir alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen vor, was ihn angeht. Ja, also, vielleicht verdrängt er auch einfach. Dass ja, einfach das ist alles, was mir Angst macht. Mhm. Wie seht ihr denn jetzt so die Zukunft? Ich meine, du bist eine ganz junge Frau. Wie alt ist er? 33, ja, ist ja auch noch sehr jung. Mhm. Wahrscheinlich werdet ihr in der Konstellation nicht euer gemeinsames Leben verbringen. Nein. Wie siehst du es? Also ich habe für mich ganz klar gesagt, ich mache die Erzieherausbildung nicht weiter, weil mich das alles viel zu sehr an meine Schwester erinnert und ich nicht so weitermachen kann wie vorher. Mhm. Also ich wollte gerne mein Abi nachmachen, wollte jetzt irgendwie demnächst eigentlich gucken. Nur das Ding ist, dass mein Schwager jetzt einen Kroatienurlaub geplant hat, wo ich eigentlich letztes Jahr vergewaltigt wurde und ich habe es ihm ganz genau gesagt, dass ich da nicht hin möchte in dieses Dorf und ich fahre halt nur mit, weil ich nicht möchte, dass mein Neffe da alleine ist. Also, weil ich halt aufpassen will. Gut, aber die Frage war jetzt, wie du dir dein Leben vorstellst. Ja, dass ich mein Abi nachmache und hier ausziehe. Ja. Und du was? Und hier ausziehe. Ach so, das heißt, auf Dauer, Dauer ist das nicht geplant, dass du die Kinder großziehst? Also, in einem Jahr oder so würde ich dann ausziehen. Aber was mir halt Sorgen macht, ist einfach so, ob mein Schwager das hinkriegt. Er verdrängt es total, er hat wieder angefangen zu kiffen. Er macht halt ein Ding nach dem anderen. Und ich denke mir einfach, ich weiß nicht, ob ich hier weg kann. Glaubst du denn, dass er irgendwie vielleicht eine Person hat, einen sehr guten Freund, mit dem er über seine Trauer sprechen kann? Er hat seinen Bruder, aber der wohnt in Berlin. Also das. Also herrscht zwischen euch da Schweigen sozusagen? Was ja. Die Schmerz anbelangt? Ich empfinde schon so, dass wir nur oberflächlich reden. Wie stellt er sich das denn vor, wie das so in 2-3 Jahren ist? Hat er sich dazu geäußert? Gar nicht. Nee, also er erzählt mal so. Also er hat irgendwie ganz am Anfang hat er gesagt, er will weg aus Hannover. Dann sagt er will vielleicht eine Doktorarbeit machen. Dann sagt er, also er sagt 1000 Sachen. Also ich meine, man muss sich vor Augen halten, da ist ein 4-jähriges Kind und ein Säugling, ne? Ja. Das ist ja ein Fulltime-Job. Das kann man ja nicht irgendwie mal so nebenher machen. Aber das vergisst er dadurch, dass ich da bin. Das ist so die Sache. Also, ich finde es schlimm, dass so ein Schweigen quasi herrscht, was die Trauer anbelangt. Aber es wird schon gelacht, also es ist nicht so. Ja, ja. Aber wir reden nicht über das, was Sache ist eigentlich. Was immer wieder vorkommt, was sehr, sehr üblich ist, dass auch da nahestehenden Menschen, wenn so eine Katastrophe passiert ist, irgendwie wie blockiert sind und gar nicht sprechen können. Also es ist dann so, dass ich vielleicht mal irgendwie weine. Dann sagt er was dazu, weil er will, dass ich stark bin halt, aber ansonsten, und ich weine sehr selten, weil ich schon immer in meinem Leben versucht habe, stark zu sein. Das merke ich, wenn du da jetzt da so ein Ding stemmst, ist das schon, also finde ich, ich sag's nochmal, eine tolle Leistung und ich habe da hohen Respekt vor. Ich finde aber auch, dass du an dich denken musst und auch mit deinen Kräften haushalten musst. Sodass ich es ganz, ganz wichtig fände, wenn du einen festen Ansprechpartner hättest, mit dem du mal... erstmal über dein Herz reden kannst. Das war halt meine Schwester immer. Das war deine Schwester. Aber die ist jetzt nicht mehr da. Ja. Und auch überhaupt über die ganzen Alltagsprobleme dich austauschen kannst. Wenn es kein, ich meine, ein Freund fällt nicht vom Himmel und eine nahe Verwandte eben auch nicht. Dann müsste es eigentlich in deinem Fall auch ein professioneller Ansprechpartner sein. Wärst du bereit, da so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ja, also ich habe es versucht, das war so, als meine Schwester krank war, irgendwie eine Woche bevor sie gestorben ist. Ich habe ja nicht damit gerechnet. Da war ich bei einer, also Beraterin, aber da ging es noch um sexuellen Missbrauch, weil ich vorher halt andere Probleme hatte.
Und da war ich halt da und dann eine Woche später ist meine Schwester gestorben und dann hat sich das gegessen für mich. Also das war dann für mich, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt echt andere Sachen im Kopf. Wobei, das haben wir jetzt gar nicht vertieft, du hast da ja noch eine ganz andere Leidensgeschichte hinter dir, die ja auch in dir rumort und brodelt, die jetzt nur verdeckt ist durch die aktuellen Anstrengungen. Ja. Also ich würde dir auch erstmal jetzt gerne ein sehr intensives Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Und daraus sollte sich, hoffe ich, dann irgendwie eine Perspektive entwickeln, was du machen kannst und was möglich ist für dich und was du auch gerne möchtest. Dass du was tun musst, finde ich schon. Also das finde ich schon, ja. Mariana. Das finde ich auch. Also das Ding ist, diesen ersten Schritt zu machen. Mhm. Ich hatte das damals 10 Jahre. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich getraut, im Endeffekt und eine Woche später ist meine Schwester gestorben. Mhm. Also eine ganz, ganz fürchterliche Verkettung von Sachen. Genau, und dann ist es schwer, den Schritt nochmal zu wagen. Wir machen das so, du legst jetzt bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an und dann wollen wir hoffen, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können. Okay, ich danke dir, Mariana. Alles Liebe, alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Andreas und Andreas ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Andreas, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin misshandelt und missbraucht worden von einem Pflegevater. Ich hatte mehrere und einer der ersten, der hat das gemacht. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 7. Ja, was heißt Pflegevater? Das war die zweite Pflegefamilie. Ich habe von meinen Eltern nicht viel gesehen. Mhm. Und ich bin dorthin gekommen. Dort war meine kleine Schwester auch. Mhm. Und noch zwei eigene Kinder. Und nur meine Schwester und ich wurden misshandelt. Mhm. Und es gab verschiedene Strafen, wie Köpfchen unter das Wasser. Bitte? Köpfchen unter das Wasser, da wurden wir ins Badezimmer gesperrt und mit dem Kopf unter das Wasser, heiß und kalt. Mhm. Und unter die Dusche gestellt und missbraucht und alles sowas. Du sagst das jetzt so schnell beiläufig, unter die Dusche und missbraucht. Was heißt das? Ja, er hat mich beschimpft, beleidigt unter heißem und kaltem Wasser und hat dran gezogen. An deinem Penis? Ja, für mich ist das Missbrauch, denn das hat mich auch irgendwo, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das hat meine Sexualität auch so ein bisschen gebildet. In welcher Richtung? Was meinst du? Was hast du für eine nicht Vermutung? Nicht der Missbrauch, aber das Schlagen. Meine Sexualität hat sich in dem Sinne geändert, weil ich stehe auf Schläge. Mhm. Und du meinst, Schmerzen jeder Art. Du meinst, dass da die Weichen gestellt wurden damals? Richtig. Mhm. Wie lange warst du bei diesem Pflegevater? Da war ich, so viel ich weiß, 2 Jahre. Ich wollte von mir aus weg und bin ins Kinderheim gegangen. Mhm. Und meine Schwester ist dort geblieben, was ich nie verstehen konnte. Ja, und das ging die ganzen 2 Jahre so, wie du es gerade beschrieben hast? Die ganze Zeit. Das heißt, diese Zeit, sofern du dich erinnerst, immerhin warst du schon 7 Jahre alt, ist eine ganz finstere Zeit für dich. Ja, ja. Mhm. Und ich weiß es wie gestern. Das sind Bilder, die gehen nicht weg. Danach kamst du in ein Heim. Ja. Ging es dir denn da besser? Da ging es mir besser, ja. Ein ganz normales Kinderheim. Mhm. Und, Blödsinn. Ich bring's durcheinander. Moment. Ich war erst im Schwererzieherheim in Hamm. Mhm. Das war auch eine seltsame Zeit, aber dort wurde ich nicht missbraucht. Das ist ein normales Kinderheim gewesen. Dann wieder eine andere Pflegefamilie, dann noch eine und dann zum Schluss war ich in einem letzten Kinderheim. Also eine richtige Karriereleiter in Anführungszeichen durch verschiedene Institutionen und richtig, Familien. Richtig. Und mit 18 habe ich meine letzte Pflegefamilie verlassen und seitdem stehe ich auf eigenen Füßen. Aber was ist jetzt der ganz aktuelle Anlass deines Anrufes bei mir? Ich habe in dem Sinne kein Problem damit. Ich habe zwar eine Therapie gemacht, aber das war wegen etwas anderes. Ich wollte es dir einfach nur erzählen. Ich wollte mit dir darüber reden. Denn meiner Meinung nach geht es ganz vielen Menschen so. Dass ihnen so etwas in der Kindheit passiert ist, meinst du, oder? Richtig. Ich höre deine Sendung ja auch sehr oft. Ja. Und ständig wird jemand missbraucht, ständig wird geschlagen und so weiter. Ja. Und ich denke, so ein
dass man keine normale Sexualität mehr hat. Ich denke, das werden viele erleben. Mhm. Leidest du in einer gewissen Weise darunter, dass du keine normale Sexualität hast? Darunter leide ich im Grunde nicht, denn bin schon ziemlich aufgeregt, wenn es um dieses Thema geht. Mhm. Du bist aufgeregt, wenn es um dieses Thema geht? Ja. Wie meinst du das? Ja, wie Schmetterlinge im Bauch, so in der Art. Das ist schon sehr extrem. Das gefällt dir, oder? Das gefällt mir, ja. Mhm. Das heißt also, lass uns mal Klartext reden. Du stehst auf SM. Ja. Ja, und stehst darauf, geschlagen zu werden und dass man dir Schmerzen zufügt. Richtig. Und SM ist eigentlich nur so eine Nebensache. Die Hauptsache ist, es ist sehr schwer darüber zu sprechen. Also ich bin so, wie es im Buche steht, so ein Flagellant. Das heißt, ich stehe auch darauf, dass Lehrerinnen und Mütter mich schlagen. Mhm. Lehrerinnen und Mütter? Ja, die Schmerzerfahrung, das ist einfach so eine Nebensache. Das ist das, was man als am einfachsten bekommt auf dem Markt. Aber wie kommst du an Lehrerinnen oder Mütter? Bis jetzt gar nicht. Ach so. Bis jetzt gar nicht. Ich kann nur Dominas suchen. Ja, das heißt, deine Sexualität, du bist 33 Jahre alt, deine Sexualität ist bisher nur mit professionellen Frauen abgelaufen, oder? Nein, ich habe mehrere Beziehungen. Ich habe auch eine Tochter. Ach so. Ich war verheiratet, bin wieder geschieden. Ja. Und man hat es probiert. Ich habe zuletzt vor einem Jahr eine Beziehung gehabt, nur aus SM bestehend. Das war sehr schön, aber sehr kurz. Jetzt muss ich mal nachfragen, das finde ich ja ein bisschen kurios, mit den Müttern und mit den Lehrerinnen. Wie kommst du auf die Idee, dass dich letztendlich nur so eine Frau, die eine solche Funktion oder eine solche Rolle hat, in dieser Art und Weise sexuell wirklich befriedigen kann? Wie kommt das? Ja, ich rede von so einem Rollenspiel. Mhm. Dass sie muss nicht vom Beruf jetzt, aber eine Frau, die ach so, also die muss es nicht wirklich Rollenspiel halten. Ach so, und das ist die höchste Erfüllung. Verstehe. Das muss ich habe jetzt naiverweise gedacht, die müsste das wirklich sein, aber nein. Das muss es nicht sein. Mhm. Du hast es vorhin gesagt, dass deine Schwester ist dann bei dieser Pflegefamilie, bei diesem Pflegevater geblieben, der dich so behandelt hat, damals so schlecht behandelt hat. Bis sie erwachsen wurde? Bis sie erwachsen wurde. Ich habe sie später, nach vielen Jahren habe ich sie wieder getroffen. Ja. Selber verheiratet mit Kind und so weiter. Und ich hatte mich auch so mit meiner damaligen Frau, waren wir oft bei ihr, aber sie hat mich enttäuscht, indem sie mit meiner eigenen Tochter, als wir auf der Hochzeit waren, zu diesem Mann gefahren ist. Hat und seitdem habe ich zu meiner Schwester keinen Kontakt mehr. Ach so. Tut mir leid, aber das kann ich nicht verknusen. Hat sie denn bei diesem Mann oder in dieser Familie ihrer Auffassung nach eine gute Zeit gehabt? Habt ihr darüber gesprochen? Das scheint sie zu verdrängen, denn sie hat genau dasselbe erlebt. Ich weiß natürlich nicht, wie es danach war. Mhm. Du wolltest das einfach mal so erzählen? Genau, richtig. Das heißt, wir müssen gar nicht jetzt überlegen, was wir so machen. Du bist so, wie dein Leben jetzt verläuft, zufrieden, oder? Ja, was die Sexualität begeht, das betrifft das soll so bleiben, das ist schon ganz gut so. Aber ich war bei einer Therapie wegen Sozialphobie. Ich habe Angst vor Frauen und vor Menschen allgemein. Ich kann nicht in einer Menschenmenge bleiben, aber ich denke, das ist ein anderes Thema und die Therapie hat nichts gebracht und ich glaube, ich bin ganz schön verkorkst in alle Richtungen. Mein lieber Andreas, dann wünsche ich dir dennoch alles Liebe und alles Gute. Ja. Und bedanke mich für deinen Anruf und mach's gut. Mach so weiter, Dominian, die Sendung ist super. Lieber Andreas, danke dir herzlich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Jan Hölz, Gero Kuntermann, Christoph Hoffmann, Florian Jocham, Peter Keller, Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Übersinnliches. Da bin ich sehr gespannt. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Mein Kind
wird sterben. Das wird nächste Woche dann unsere letzte Woche vor der Sommerpause sein. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes und sonniges Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag.